Recht herzlich willkommen zur 132. Folge von City Skylines. Ja, wir wollten den Personenverkehr machen. Warte mal, was denn das hier ist da? Da sind Hochspannungsmasten. Sind die denn noch vonnöten? Ich glaube nicht, ne? Die können doch da jetzt weg, oder? Da ist doch alles angebaut. Dann können die sich doch da alle weiter ausbreiten, ne, oder? Das ist aus alten Zeiten, wo noch das Wohngebiet weiter weg war. Und ich glaube, selbst das kann weg. Ist immer noch abgedeckt, ne? Auch ohne Hochspannungsmasten. Vielleicht werden diese Häuser dann auch größer oder andere. Gut, okay. Das mal zwischendurch woanders, ne? So, wir waren per Personennahverkehr in unserem neuen Wohngebiet. Hier hinten irgendwo, ne? Wo ist es denn jetzt? Da. Und wir waren letztes Mal so, drehe ich wieder so. Ist jetzt einfacher. Hier haben wir zuletzt gebaut, ne? Und jetzt wollten wir hier Taxi machen oder sowas. Taxidepot, aber das würde ich jetzt mal hier gerade hinsetzen irgendwo. Mache das mal hier. Ort ist bereits belegt. Warum ist denn der Ort da belegt? Weiß ich auch nicht. Machen wir da hin, egal, und dann Taxistand. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem Taxistand. So, Personenbahnhof ist der. Das bedeutet, der Taxistand kommt dahin. Ja, machen wir gegenüber hin. Jetzt wäre interessant zu sehen, was da mit den Taxis passiert, ne? Ist ja jetzt gerade ein Taxi rausgefahren oder was? Lass mal das so machen. Ist das ein Taxi gewesen? Da kommen auf jeden Fall Taxis. Okay, der fährt jetzt da irgendwo hin. Holt Passagier ab. Stephen Hancock. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo der hinfährt, oder? Jetzt hier noch so eine Tachoanzeige, wie schnell der fährt. Das würde mich auch noch interessieren. Okay, da haben wir eben gebaut. Ist das da? Ja, ne? Machen natürlich auch eine Weltreise dann, so wie das aussieht. Auf der Autobahn immer geradeaus. Ah, dann geht er weg. Schade. Oh, jetzt ist es auch noch aus. Jetzt kriegt das Taxi nicht mehr. Ist nicht zu glauben, ne? Jetzt kriege ich den nicht mehr. Auf der Autobahn kriegst du kein Taxi. Irgendwo muss eine Stoppstraße sein und er fährt runter, ey. Oder ein Stau hier, dann krieg ich ihn. Krass. Nee, will er nicht. Oh, jetzt sehe ich ihn gleich auch noch nicht mal mehr. Da ist er fährt schon auf die mittlere Spur. Gleich fährt er runter. Jetzt habe ich ihn wieder. Warte, wenn ich den so da lasse, dann kann ich ihn hier fixieren. Okay, der ist jetzt natürlich ganz woanders hingefahren. Wo finde ich? Ach, da kann ich auch anklicken, ne? Wow. Der fährt von einem ganz anderen Bahnhof wieder los. Aber das bedeutet, wir sollten hier auch einen Taxistand hinmachen, oder? Kriegen wir den hier in der Kurve irgendwie? Ne, da. Lass mal ein bisschen rauszoomen. Geht er dahin? Machen wir dahin. Was hat der Taxi denn?
Okay, ein Taxidepot liegt näher. Das ist also nur die Wartestation für ein Taxi. Und das ist ein Depot. Dann lass uns mal gerade rauszoomen und gucken. Das war ja da. Und das Taxidepot ist hier. Das war auch Personenverkehr hier. Ach, wir haben da doch schon sowas gebaut. Okay, wusste ich jetzt gar nicht mehr. Na, ist ja nicht schlimm. Gut, dann sollten wir noch ein paar Taxistände vielleicht machen. Das war hier kein Personen, ne? Das war Fracht, genau. Hier ist aber noch Personen, ne? Aber da ist jetzt schwierig. Oh, ne, da. Ach so, dann müsste das Haus weichen. Okay. Ist denn irgendwo möglich, noch einen Taxistand hinzumachen? Nicht wirklich, ne? Aber ich würde es dann dahin machen, oder? Pop. Ort ist bereits belegt, sagt er dann. Hier wäre schön. Irgendwo was möglich? Nein. Nee, wenn, dann müsste es auch hier schon sein. Das ist schon da. Gut, das machen wir mal gerade. Ach so, das ist wahrscheinlich etwas. So, eine Feuerwache ist es. Dann ist das schlecht. Eine Feuerwache wollen wir nicht abreißen, ne? Was war denn sonst noch hier so stehend? Ich glaube, dieses Häuslein, das können wir mal wegmachen dann. Boah, guck mal, wie viele Leute da stehen. Das reiße ich jetzt ab. Weil, aber geht das dahin, ist die Frage, ne? Wenn, müssen beide dran glauben. Ach, wenn ich das angeklickt habe, dann kann ich nur Taxistände wegreißen. Okay. Gut. Dann gucken wir, ob wir es hinbauen können. Nein. Und wird auch schon gebaut. Lohnt also nicht. Können wir vergessen. Was ist das für ein Gebäude, ist dann die Frage. Eine edle Boutique. Obwohl es hier hinten rüber vielleicht schöner wäre, weil da eine Bushaltestelle ist. Die edle Boutique wird dann jetzt gehen. So. Haben wir das. Ist auch aktiv. Da war ein Taxi, fährt aber nicht da lang. Was ist denn das für ein schicker neuer Bugatti? Victor Gray, ne, Walter Gray gehört er. Reist nach der Kramladen. Okay. Kann man irgendwie sehen, dass da einer drin ist? Ich glaube nicht, ne? Doch da. Da wartet kein Taxi, okay. Nochmal hier rein, gucken. Da haben wir eins, da haben wir eins. Da ist einer. Hier ist Fracht und da ist Person, oder? Jupp, und hier geht auch ein Taxistand hin. Cool. Jetzt wäre hier oben noch was zu überlegen. Vielleicht hier bei der U-Bahn. Geht da irgendwo was hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Geht schon, müsste nur was abgerissen werden dann, ne? Der Ausgang ist da.
Und dann rückte das weg. Hier ist möglich. Dann machen wir es da hin, oder? Fertig. So, dann haben wir da auch einen. Ist hier was zu machen? Da geht's ja auch, ja. Machen wir da hin. Dann haben wir das auch gedeckt. Abgedeckt. Das war hier vielleicht noch was. Da muss man nichts abreißen. Dann machen wir den dahin. Fertig. Da haben wir einen. Der lohnt nicht. Hier will ich keinen hinmachen, oder? Obwohl hier würde einer hingehen ohne Probleme, ne? Zack. Fertig. Und dann hier unten. Ne, da unten nicht. Wo war das? Warte, lass mich überlegen, wir kommen von da. Ha? Ach, das ist hier unten schon das Industriegebiet. Geht hier irgendwo was? Da geht was. Na, da haben wir ja schon, alles klar. Gut, und da oben war ja auch noch einer. Hat den da reingesetzt? Wir? Haben wir den da hingebaut? Aber jetzt nicht, sondern irgendwann anders. Okay. Ist also auch erledigt. Taxistände sind erledigt. Flughafen. Haben wir. Keinen, ne? Sollte man einen bauen? Das ist die Frage. Drehe das jetzt mal so. Es wäre nirgendwo einer, ne? Ach, das ist ein Regionalflughafen und das ist ein internationaler Flughafen. Auch interessant. Braune Straßenverbindung und das. Okay, das ist der internationale Flughafen. Könnte man da hinmachen, ne? Dafür braune Straße dann, ne? Der internationale, oh, der ist doch eine Ecke größer. Der ist dann gleich schon doppelt so krumm. Hier ist, glaube ich, nichts mehr frei. Ja, da ist die Straße dann im Weg. Dann wäre das hier ideal gewesen, ne? Da geht's auch nicht. Da ist alles zugebaut. Und da geht das auch nicht mehr. Also der geht nicht mehr. Jetzt müssen wir mal gucken. Da können wir nicht mehr, ne? 9 Stück, Feierabend. Da wäre noch möglich, aber da ist lauter Wasser. Hier kann man es besser sehen, ne? Wo man noch vielleicht hinbauen könnte. Da würde vielleicht was gehen. Jetzt haben wir den Flughafen nicht mehr ausgewählt. Das ist das Entscheidende. Guck mal, da geht er sogar hin. Bei den Mülldeponien. Ach so, der braucht eine Straße, deswegen rastet der auch nicht ein. Alles klar. Irgendwo war er gerade sogar grün, ne?
weiter drehen, so wär's. Aha, guck mal. Ich weiß zwar nicht, welche Straße jetzt angeklickt wäre. Das passt aber da nicht hin wegen der Mülldeponien, das kannst du also vergessen. Aber da ist er zu groß. Da geht das auch nicht. Da geht auch nicht. Also hier würde gehen. Da ist die Linie da lang. Hier wäre jetzt noch eine Möglichkeit, aber da ist es auch zu groß für, ne? Also die Müllecke ist definitiv der einzige Platz, wo du es machen kannst. Dafür müsstest du dieses System da noch umschichten, ne? Da wird es irgendwie auch wahrscheinlich noch irgendwann hingehen. Ja, müsste man dann gucken. Jetzt aber nicht. Wenn dann höchstens den kleinen und den könnte man hier irgendwo hinbauen. Ja, lassen wir weg. Schifffahrt. Ist hier unten ein bisschen. Würde da gehen, aber würde nichts bringen. Weil wir hier unten, wo die fahren, nichts erschlossen hätten, ne? Ja. Obwohl, es wäre ein Ein- und Ausfahrt wahrscheinlich dann, ne? Da wären ja auch dann Leute. Ja, da würden ja Leute kommen und gehen. Das wär's. Da kommen dann ja andere Schiffe hier zum Anlegen, die von auswärts die Leute mitbringen, ne? Aber hier ist schlecht mit der Verkehrsanbindung auf der Seite. Die wäre dann hier vorne vielleicht ein bisschen besser. Auch nicht wirklich. Ich glaube, hier ist zu weit weg dann. Da würde es gehen. Da nicht. Ah, hier hinten war gerade auch irgendwo grün. Das würde also auch gehen, wenn man es hier machen wollte, würde es auch hier gehen irgendwo. Da war grün gerade. Da wird's gehen. Da wird es auch gehen. Hier wäre natürlich ideal, ne? Aber da geht's nicht, oder was? Ist das Wasser nicht tief genug, oder wie? Da wird es auch gehen. Wenn ich sie hier hinmache, ne? Zack. Jetzt muss da nur noch eine Anbindung hin. Straße ist schon vorhanden, so ist nicht.
Die bräuchten jetzt eine Auffahrt dann, ne? Ja, das gestaltet sich dann schon wieder schwierig, ne? Machen wir mal hoch. Und darunter. Genau. Und ist ein bisschen schwer mit dem Gucken und so, ein bisschen anders stellen so. Das würde jetzt da runter gehen. Und dann würde ich das da anschließen. Und dann wäre das schon gut. Und dann würde ich aber diese Straße da nochmal abreißen. Und würde das nur normale Straße rausmachen. Machen wir von der Seite aus. Dann geht's nämlich. So, jetzt mal hier eine Autobahnauffahrt und eine Zufahrt zum Hafen. Gut, und die brauchen Wasser und Strom. So. Und schon wäre es angeschlossen. So, dann noch Wasser. Da nach da. So, passt. Erledigt. Passagiere letzte Woche 0. Hafen kann man auch ändern, den Namen. Ist das an aus? So, dann hast du das Gebäude an und ausgemacht. Gut, kann man das auch verschieben, das Fenster? Wohl nicht, das verschiebt sich nur selber dann. Gut, dann müsste man gucken, ob dann Schiffsverkehr dann stattfindet, ne? Ja. Dann hat man das noch. Kannst du gleich daneben machen. Frachthafen und das ist ein Container. Frachtumschlagsplatz. Güterzuganbindung. Und der nicht, ne? So, das wäre also da. Passt. Straße verbinden noch. Dann ist der auch angeschlossen. Stromtechnisch läuft sofort. Wassertechnisch ist ein bisschen Verlängerung angesagt. Machen wir gleich bis dahin, weil wir haben ja noch einen mehr. Da müssen wir dann noch überlegen, ne? So. So, an der Linie sind wir dran. Jetzt ist die Frage, ob sie dann auch benutzt wird. Das muss man dann sehen. Ein Schiff wird kommen, oder wie hieß das? Gut, okay. Dann haben wir hier schon wieder was gemacht. Was sind das hier für Symbole? Nicht genügend Wärme, okay, und okay, die wollen auch Wärme haben, weil die Leitungen da gebaut worden sind. Genau. Alles klar, das würde bedeuten, wir müssen in der nächsten Folge gucken, dass das Wärmekraftwerk hier angeschlossen wird. Und so wie es aussieht, Kreuzfahrtschiff kommt schon rein und da hinten noch eins. Krass, oder?
Folgen geht. 41 Passagiere sind da dran, ne? Bei dem zweiten. Ach, da sind schon 100 dran. Ne? Ja, dann kommen ja Touristen ohne Ende, ne? So, jetzt geht wahrscheinlich Folgen, ne? Ja. Krass, oder? Aber schaukelt schon ein bisschen komisch auf dem Wasser. Naja, aber er landet da jetzt an, oder? Bin ich gespannt. Das gucken wir uns gerade noch an. Da kommt er. Uff. Voll in die Brücke rein, okay. Die hat man wahrscheinlich egal gesagt, kannst du durchfahren. Genau so ist es. Und die fahren sogar auch durcheinander, alles klar. Bringt also auch nicht so wirklich viel, ne? Einer fährt wieder weg, oder dem gefällt es hier gleich nicht. Transport passiere nach Springfield. Okay. Gut, okay, alles klar. Dann haben wir das erst. Gucken, ob da noch irgendwann einer anlegt. Aber das müsste ja auch passieren. Und ist ein Kreuzfahrt oder ist auch ein Kreuzfahrtschiff? Hat auch 100 Passagiere. Also, Schiffe kommen ohne Ende jetzt. Aber alles nur Kreuzfahrtschiffe. Naja, dann müssen wir mal gucken, dass wir da auch noch ein Transportschiff vielleicht sehen. Da hinten ist auch noch eins, oder? Auch noch ein Kreuzfahrtschiff. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.